Hallo Leute, wie immer, wenn ihr diesen Quatsch hier anguckt, geht es um ein neues Heft. Und zwar diesmal mit einem besonderen Titel. Die Leute von euch, also die Abonnenten, die das Heft schon haben, die wissen Bescheid. Dieser Titel wurde von Erik Danielsson, dem Sänger von Vatein, extra für uns angefertigt. Ihr wisst ja, der Typ ist nicht nur Sänger der Band, sondern er ist auch ein bekannter Designer, der viele Cover-Artworks macht. Zuletzt hat er, glaube ich, bei dem neuen Ghost-Album mitgearbeitet, aber es gibt unheimlich viel, was Erik gemacht hat. Und er hat auch so ein bisschen eigenen Stil, den man erkennt, wenn man in der Szene zu Hause ist. Und wir haben Erik halt gebeten, dass er für uns eben diesen Titel gestaltet. Das ist also ein bisschen ein kleines Sammlerstück und falls euch das gefällt, hat die Band angeregt, davon eine ganz kleine limitierte T-Shirt-Auflage zu machen. Also ich knibbel mal hier die CD ab, Ronny, ganz kurz. So, das ganze Ding sieht so aus. Man könnte von dem Motiv an sich, könnte man ein ganz stark limitiertes T-Shirt machen, zum Beispiel 111 Exemplare oder so, die man dann auch nur über Rockhard oder die Band bekommt. Lasst mal wissen, ob euch sowas interessiert, dann könnte man das machen. So, aber das ist ja gar nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist das Heft. Auf dem Heft klebte eine CD, ein neuer Lauschangriff mit neuen Songs von zum Beispiel Vatein, Carcass, Witherscape. Das ist Albrechts Favorit im Moment. Er meint, das ist mit die Platte des Jahres. Wir anderen sehen eher Atlantian Codex weit vorne, aber ich glaube, Frank findet die auch gut. Also Atlantian Codex ist ein ganz, ganz heißer Anwärter auf Album des Jahres. Aber auch die neue Vatein, zumindest in meinen Ohren. Oder das neue Projekt von Alan von Primordial, was sich Twilight of the Gods nennt. Das war mal am Anfang mal eine Bathory Coverband und jetzt ist es ein richtiges eigenes Projekt. Auch diese Scheibe ist gerade da und ist auch ein Hammer. Aber das führt jetzt zu weit, wenn wir alle guten Alben aufzählen. In Solitude, Bombos, Michael Monroe gibt es auch noch auf der CD. So, und jetzt blättern wir mal das Heft durch. Ein Klinker seht ihr Lars Ulrich, der mal wieder ein bisschen gequasselt hat. Unterhaltsam wie immer, aber auch zwiespältig wie immer. So, es geht los mit den News, die wir ja nicht vorwegnehmen wollen, weil sonst sind es ja keine mehr, wobei man die richtigen News ja eher aus dem Internet heutzutage zieht. Aber bei uns sind es ja eher kleine Geschichten. So, das Interview mit Vatein. Dazu müsste man sagen, es geht also jetzt nicht nur um das neue Vatein-Album oder um Black Metal, sondern es geht eigentlich generell um den Split, der in der Szene momentan stattfindet. Also die sogenannten Ballermann-Metaller auf der einen Seite und die sogenannten ernsthaften Fans auf der anderen Seite. Was unterscheidet die Gruppen? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Ist das alles Quatsch? Oder ist das vielleicht doch kein Quatsch? Darum geht es also zum Beispiel in diesem Interview. Und dann haben wir ein Gangbang gemacht, weil immer wenn wir eine neue Platte nicht so ganz einhellig, gut oder schlecht finden, dann wisst ihr ja, ihr kennt das ja, dann kann jeder von uns was sagen und die Noten gehen also von 6,5, Jan Jedecke, der sich hier total blamiert hat, bis zu 9,5. Ja, von zum Beispiel Felix Patzig, der Ahnung hat. So, das Interview setzt sich noch ein bisschen fort. Dann gibt es hier Colors und Orphaned Land, die Holger Stratmann besucht hat. Wir haben darüber schon gesprochen, als es im letzten Heft um den DVD-Beitrag ging von den beiden Bands. Hier ist also das komplette Gespräch. Auf der DVD war nur ein Ausschnitt, aber ich glaube, es gibt online, stimmt das, Ronny? Online kann man das Ganze sehen, ne? Wenn man möchte. Gut, also man kann das Ganze gucken und lesen und es ist natürlich sehr interessant, was die beiden sagen. Und es geht natürlich auch ganz weit über Musik hinaus. Aber ich glaube, das muss ich Rockhard-Leser nicht erzählen. So, Creator haben eine neue DVD gemacht, dazu gibt es ein Interview von Wolf. Dann Nihilator haben ein neues Album gemacht, das die meisten von uns ziemlich gut finden. Frank am allerbesten, deswegen hat Frank auch das Interview mit Jeff gemacht. Nihilator spielen ja auch auf dem nächsten Rockhard Festival und das ist sehr gut angekommen bei euch. Metallica, Lars, Michael hat in Zusammenarbeit mit Chris Ritchie, wer immer das ist, ein Interview geführt. Der eine hat sich die Fragen ausgedacht, der andere hat sie gestellt und Lars Ulrich hat sie beantwortet. So, Lingua Mortis Orchestra ist ja, quasi Rage Classic von Ronny Bittner interviewt und seziert. Dann Carcass. Carcass ist sicherlich auch eins der großen Comebacks des Jahres. Gerade auf dem Partisan Open Air hat die Band richtig abgeräumt und
war viel besser, als die meisten erwartet haben. Wie übrigens auch Venom, die waren auch viel besser, als die meisten erwartet haben. Aber hier geht es halt um das neue Carcass-Album. Und Jan Jedek hat die Story geschrieben, Entombed von, nicht von Frank, sondern von Wolf diesmal. Devil Driver von Zompf. Satyricon von Jan. Ne? Versace Black Metal, ja oder nein? Jan Jedeke gibt die Antwort. Wacken Open Air waren wir natürlich auch und haben das Ganze auf 6 Seiten besprochen. Unter anderem natürlich auch den Konzertabbruch von Motorhead. Im nächsten Album übrigens, im nächsten Heft übrigens gibt es ein längeres Interview mit Lemmy. Das Interview ist ganz kurz vor dem Wacken-Auftritt geführt worden und na, da will ich jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen. Also, einige Seiten Wacken. Scar the Martyr von Conny. Ach ja, das ist Joey Jordisons neues Projekt. Genau, ist nicht so ganz meine Baustelle, aber es gibt ja auch Leute bei Rockhard, die sowas hören und gutieren, wie Herr Kaiser sagen würde. Dann Small Jackets, beziehungsweise wie er nicht sagen, sondern schreiben würde. Sagen tut er sowas auch nicht, aber schreiben tut er sowas ständig. So, Witherscape von Frank. Hatten wir ja schon eben drüber gesprochen. Frank hat auch noch einen Abriss über den Zwanös Karriere gemacht, wo es um diese ganzen Nebenprojekte geht, die eigentlich kaum einer noch im Hinterkopf hat. Zum Beispiel Odyssey ist ja ziemlich vergessen und Pandemonium ist sicherlich auch bei den meisten vergessen. Während man Bloodbath zum Beispiel noch gut auf dem Schirm hat und Diabolical Masquerade sollte man auch noch kennen. So, aber Frank hat sich durch den ganzen Dschungel da gekämpft. Dann kommt wie immer die Serie Captain Hook, Dr. Prock, Kaisers Katakomben und die Forgotten Jewels. Wound, eine der wichtigsten neuen Death-Metal-Bands, unserer Meinung nach. Ereb Altor daneben. Aerosmith mit einem sehr, sehr lustigen Interview. Also es ist eigentlich kein Interview, es ist eher eine Entlarvung, aber lest es euch durch. Es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Geführt von Jens, der sicherlich auch Spaß hatte bei dieser Konversation. Dann Palms von Ronny, Trouble von Zompf. Mercenary von Buffo, Havoc von Frank. Havoc ist so eine Band, White Wizard, Havoc, White Wizard, das sind zwei Bands der neuen Metal-Generation. Havoc Thrashiger, White Wizard Truer, die aber beide herausstechen. Also Havoc stechen sicherlich aus dem Thrash-Wust heraus und White Wizard stechen auch aus dem neuen modernen True Metal heraus, wobei modern nicht das richtige Wort ist, weil es bezieht sich natürlich auf die 80er. Auch wenn man die neue White Wizard nicht unbedingt so mögen muss, aber das ist Geschmackssache. Ja, Atlantian Codex, Studio Report von Boris, wie gesagt, da kommt ein richtiger Oberhammer auf uns zu. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, freut euch drauf. Das sicherlich beste Epic Metal Album seit langer Zeit. In Solitude, die neue In Solitude dagegen ist ein bisschen ich sag mal komisch. Also es wird Leute geben, die absolut begeistert sind, aber hier bei uns im Haus gibt es auch Leute, die eigentlich ein Solitude-Fan sind, die ein ganz großes Fragezeichen auf der Stirn haben. Ist also ein bisschen von beiden. Muss man also mal gucken, wie das Album im Endeffekt dann im nächsten Soundcheck abschneidet. Oh, hier, interessant. Manila Road, Seziertisch von Boris, vorgeschlagen von einem Leser, der letztens, glaube ich, der Leserbrief ist, glaube ich, letztens abgedruckt worden. Ihr schlagt ja immer Themen für Seziertische vor und das Thema Manila Road hat uns also sofort angesprungen und Boris hat sich dann sofort in seine Katakomben gesetzt und hat alle Manila Road Alben wochenlang durchgespielt und ist dann hier total entnervt aufgelaufen, sagt, er kann Manila Road nicht mehr hören, aber vorher hat er den Seziertisch geschrieben und der ist natürlich auch sehr lesenswert. So, Heathen, Victims of Deception, als Top 500 Album, also die 500 besten Alben aller Zeiten von Thomas Kupfer. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller durchs Heft. Leserbriefe, Krach von der Basis und so weiter. Album des Monats ist Carcass geworden. Habe ich ja eben schon gesagt, dass das ein herausragendes Comeback unserer Meinung nach ist. Da sind wir auch fast alle derselben Meinung. Vatein ist immerhin Nummer 2 geworden, obwohl wir nicht alle derselben Meinung sind. Die Reviews lassen wir natürlich jetzt mal. Fenris spricht auch von einem Album des Jahres. Ich sage aber nicht welches. Dann geht es weiter. Demos. Wow, Bang Your Head. Große Bang Your Head-Strecke. Das war ja dieses Jahr sehr erfolgreich. Waren ja wesentlich mehr Zuschauer als im letzten Jahr. Sprich, die klassische Ausrichtung mit Accept und Saxon ist wohl doch genau das gewesen, was das Bang Your Head-Publikum sehen will. Iced Earth. Und wie gesagt, das war also ein großer Erfolg.
Und dann das Hell's Pleasure, eins meiner persönlichen Lieblingsfestivals. Ich war mit Himmelstein und Felix und unserer Fotografin da und wir haben uns da sehr wohl gefühlt vor Ort. Das Festival ist was Besonderes, weil es im Underground eigentlich diese Mischung an Bands so nicht nochmal gibt. Also es gibt kein Festival, auf dem einerseits eine Band wie Horizon spielen kann, die melodischen alten Hardrock spielt, und andererseits Portal, die die totale Hölle sind. Anders kann man es nicht beschreiben. Ist also eine faszinierende Mischung und ein cooles Festival. So, Headbangers Open Air ist natürlich auch ein cooles Festival, das brauche ich aber keinem mehr erzählen, weil das weiß man seit inzwischen 20 Jahren. Wenn man einigermaßen was mit Metal zu tun hat, dann ist man auch schon mal da gewesen und man kennt es. Ne? Headbangers Open Air, also jedes Jahr immer wieder toll. So, dann gibt es weitere Live-Reviews, die brauchen wir aber nicht alle hier vorlesen. Und als letztes im Heft ja immer die Tonzone. Und diesmal ist John Schäffer drin, der euch was über Gitarren erzählt. So, Ice Earth sind übrigens gerade in Berlin im Studio und machen da ihr neues Album. Aber das wird erst nächsten Monat ein Thema. So, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Heft und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.